begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Ich hatte euch ja gezeigt, dass ich mir vom Papierprojekt ein paar Stempelplatten gekauft habe. Und diese zwei habe ich für meinen Planner, Bullet Journal, Travel Notebook, Memory Keeping, wie auch immer man das bezeichnen möchte, dafür schon benutzt. Und zwar Kalendertag und Kalenderwoche. Und die habe ich halt dafür schon benutzt und ich wollte euch gerne einmal zeigen, wie das jetzt aussieht. Dieses Papier ist, habe ich aus dem Stempel-Lidl doch gekauft, diesen großen Block und habe gedacht, goldene Discs passt wunderbar mit goldenen Blättern zusammen. Und ich wollte mit euch einmal durchblättern. Hier habe ich das Handlettering mal wieder ein bisschen versucht und habe Washi-Tape 3 Stück für die Herbstzeit sozusagen gleich als erstes Bild. Dann habe ich einmal ein Foto gemacht. Ich hoffe, man kann es sehen. Ein Foto gemacht von meinem Schreibtisch, wo ich Teelichter an hatte, den Kürbis dabei, eine kleine Heide und einen Pilz unten drin. Und endlich Herbst. Ihr habt ja mitbekommen, wer die Videos gesehen hat, ja, die Hitze ist nicht so unbedingt meins. So. Und deswegen habe ich mich darüber sehr gefreut. Ja, da habe ich den Envelope, den neuen, das neue Punchboard ausprobiert mit den Buchstaben. Genau. Und da habe ich es nochmal mit Lettern versucht. Dann habe ich hier noch auch einen Rest noch von dem Goldpapier und hier auch Wiedererkennungswert. Hier habe ich von dem dieses Stempelset ausprobiert, mal in diesem Streifen Oktober reinzustempeln, Montag bis Sonntag und dann eben die richtigen Zahlen. Das hat wirklich super gut geklappt, habe mich sehr darüber gefreut, wie einfach es geht, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ne? Und ja, warum nicht? So. Und habe gedacht, ein paar Pilze, das sind ja die Stempel, die ich ja selber von Betty vom Stempel-Lidl produzieren lassen habe, die ich selber gezeichnet habe und die habe ich dann halt hierfür auch verwendet. Das sind die Pilze, nochmal ein paar Blätter und auch ein paar reife Eicheln. Genau, das ist so jetzt eine Übersicht, dass man sehen kann, wann sind welche Tage im Oktober. Dann ist hier etwas sparsam, sehe ich auch so, aber die Eule guckt ja schon mal ganz süß da aus der Ecke raus. Hier habe ich das ausprobiert, was ich schon im Haul-Video gesagt habe und zwar habe ich den hier genommen, den kleinen Mond. Für 31 Tage und habe den halt mit dem Grau gestempelt und bin dann beigegangen, habe mir einen gelben und einen schwarzen Stift genommen und die Mondphasen für den Oktober habe ich da eingezeichnet. Ich lasse das Set draußen, das brauchen wir bestimmt gleich nochmal zum Zeigen. Dann habe ich hier eine Herbstgrüßekarte, das war für das Designer, also für die Animal Friends Challenge am 1.10. und habe gedacht, das kann ich doch auch wunderbar. Das ist ja mein Planner, mein Terminhalte, Bullet Journal, Notebook, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und habe gedacht, die finde ich so schön, die passt da wunderbar rein. Hier haben wir eine Videoauflistung. Das heißt, ich habe schon ein paar Videos in Reserve, schon mal vorgearbeitet in Tüdelchen, also vorgedreht, ne, in Tüdelchen so. Und habe hier nochmal Washi-Tape draufgeklebt und sonst einfach, hier habe ich dieses viereckige, das Quadrat genommen, um aufzulisten, wie viele Videos ich habe und habe das, nee, das ist dieses hier. Das habe ich mit diesem Grau gestempelt. Fand das total klasse. Muss nicht immer schwarz sein, dass es so extrem auffällt, sondern ich fand das Grau, dafür habe ich es mir auch gekauft, total schön. Und dann hake ich halt ab, was ich schon gemacht habe. Da habe ich noch keinen Termin für, das ist schon abgedreht, aber kommt irgendwann vielleicht nochmal, ja, haben wir Platz dafür. Hier ist Platz für Ideen. Ich hatte noch auf einem anderen DIN A4 Zettel mir schon Ideen aufgeschrieben. Die werde ich hier vielleicht nochmal eintragen. Für die nächsten Monate 2019 fällt jetzt im Moment auch ganz viel, ne, neue Vorsätze. Warum nicht? Kann man sich ja jetzt schon mal Gedanken machen und nicht erst Silvester. Was man vielleicht in einer kreativen Zeit gerne mal ausprobieren möchte. Die kommen dann hier und hier hin. Hier habe ich meine Gewohnheiten. Da habe ich mal, wollte ich diesen Monat einfach mal gucken, wie läuft es eigentlich mit Sport. Mache ich wirklich so unregelmäßig Sport? Mache ich mehr oder weniger? 5000 Schritte am Tag, schaffe ich das? Bin ich, das ist gesund, krank oder angeschlagen? Also wie fühle ich mich eigentlich? Weil wenn ich mich nicht wohlfühle
oder ich Fieber habe oder Kopfweh oder so, dann denke ich immer, oh Gott, das hast du jetzt schon so viele Wochen. Und hier kann ich wirklich mal sehen, eigentlich habe ich mich bisher super gut gefühlt. Okay, wir haben jetzt Ferien, aber nur einen Tag war ich ein bisschen angeschlagen. Genau, dann habe ich hier Gassi gehen, dass ich das und nicht naschen, das werde ich schon, das versuche ich schon etwas länger und habe... Wollte auch am 1. anfangen, aber da habe ich noch gedacht, nee, komm. Und jetzt bin ich wirklich gut davor, habe auch das Gefühl, ich brauche es zurzeit nicht. Es ist nur Kopfding, weil Körper braucht es eigentlich nicht. Und einen Apfel am Tag, ne, soll man ja so fit und gesund bleiben, habe ich die ersten beiden Tage geschafft und bisher dann nicht. Das ist natürlich verbesserungswürdig, aber ist halt so. Ne? Die Eicheln dabei, gefällt mir. Dann habe ich nochmal so eine größere Karte gemacht, und dann auch Oktober, das ist dieses Oktober da dann raufgestempelt auf ein kleines weißes, weißen Cardstock. Und habe gedacht, hier sieht das nicht so schön aus, da passt das wunderbar. Da habe ich mal den Kürbis einfach mal von Alexandra Renke ein bisschen koloriert mit Wasser. Ihr wisst ja, dass ich das total gerne mache und auch da so einfach mal ein bisschen gespielt. Und dann haben wir hier... die kleine Eule, die ich gezeichnet habe. Und hier nochmal eine, das ist irgendwo ein Freebie aus dem Internet. Und das passte für Oktober halt. Und dann habe ich mir das ausgedruckt und hier mit eingeklebt. Und mit Bleistift, nee, mit Grau habe ich dann schon mal eingetragen, was ich Anfang des Monats schon mal wusste. Ne? So, dann geht es hier weiter. Ja, dann habe ich mal überlegt, es wäre auch mal gar nicht so schlecht zu wissen, wie viele Stunden schläft man denn eigentlich so. Als Deko habe ich hier nur links und rechts meine beiden Kissentiere. Einmal der Foxy und einmal Stinky. Das sind ja auch zwei Stempel von mir. Auch wieder mit Zickstiften, also Wasserbasis koloriert und ausgeschnitten dahin geklebt. Fand ich total cool. Ja, und hier unten sieht man ne, von 20 Uhr bis morgens 10 Uhr. Aber meist sieht das anders aus. Wollte ich einfach nochmal eine Übersicht haben für den Monat. So. Dann haben wir hier die Schritte. Ich habe einen Schrittzähler jetzt wieder um, weil ich festgestellt habe, wenn ich meine Schritte wirklich, also einen Schrittzähler um habe, dann funktioniert das mit den Schritten viel besser. Und vom ersten Tag bis zum 31. Tag, hier habe ich dafür dieses Kästchen genommen, das Quadrat, und da ganz klein meine mit Handschrift die Zahlen reingeschrieben. Und dann kann ich, hier ist ja noch Platz, nochmal überlegen, war das viel, war das wenig. Da überlege ich mir auch nochmal was. Das hier habe ich mit einer Schablone einfach drauf aufgetragen. Hier ist eine Monatsauflistung, soweit es überhaupt irgendwie möglich war, für meinen Blog, Instagram, YouTube und Facebook, so was ich bisher gezeigt habe. Hier sollte ich vielleicht mal die Hände drüber legen. Das, was ich so erstmal nur in petto habe, es ist auch mit, das ist mit Bleistift gezeichnet, geschrieben. Weil manchmal verschiebt sich das auch, manchmal werden eben Karten, manchmal habe ich drei Videos hintereinander, dann denke ich, okay, jetzt zwei Videos hintereinander gemacht, einen Tag dann auf dem Blog nur ein Foto gezeigt und auf Instagram oder bei Facebook geteilt und dann so als sagen einen Tag Videopause und ja, da kann ich immer gucken, wie viele Videos machst du eigentlich so im Monat oder in der Woche, ist das sinnvoll, das fünfte hinterher zu knallen, also ich mache die Videos nicht, einfach nur mal eben so, sondern ich habe da richtig Lust zu und es macht mir unheimlich viel Spaß. Und ja, ich gucke aber schon, dass es eben dosierter ist, ne? Dass es nicht 10 Tage hintereinander ein Video gibt und dann 10 Tage gar nichts. Es muss schon irgendwie so ein bisschen aufgeteilt sein. Und da kann ich, sehe ich das dann und kann das dann in der Woche hier planen. Genau, dafür habe ich einmal Distressed Oxid ein bisschen ja, rumgepanscht und ein paar Wassertropfen drauf gesetzt. Dann habe ich das Ganze, als es trocken war, eingescannt und jetzt einfach ausgedruckt. Dann ausgedruckt habe ich dann die Wochentage drauf gemacht, drauf gestempelt und die einzelnen Zahlen. Und hier sieht man schon, was ja, die Woche so los war. In der zweiten Woche, also dann ja auch. Und das ist sozusagen die dritte Woche, die jetzt bald kommt. Und die vierte Woche. Und dann die fünfte Woche. Genau. Ja, das war mein Oktober. Und habe festgestellt, es macht mir unheimlich viel Spaß. Und finde auch solche Sachen total cool und genial. Und habe mir jetzt überlegt, ich werde versuchen, für jeden Tag so eine kleine Karte zu basteln in 10,5 x 14,8. Also wirklich diese Maße einzuhalten.
und das so als kleines Layout, ein Foto mit ein bisschen Schnickschnack, ein bisschen Journaling dabei, einfach um sich an den Tag nochmal zu erfreuen. Und entweder kommt das dann immer alles hier mit reingeklebt, Platz wäre ja dafür noch, oder ich mache dafür einen extra Planner, Bullet Journal, also so ein Teil, so ein Notebook, wo ich dann wirklich durchblättern kann, ah ja, das war der Oktober. Vielleicht schaffe ich es nicht jeden Tag, aber schon so 3 bis 4 in der Woche wäre schon cool, wenn man da so eine Karten fertig machen kann. Ich zeige euch, ich habe auch 2 schon fertig gemacht. Die zeige ich, entweder habt ihr sie schon gesehen auf dem Blog oder sie kommen jetzt nach dem Video. Ja, dann sage ich herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt und ja, freue mich, wenn ich den einen oder anderen damit inspirieren konnte. Und ich finde das eine tolle Sache, freue mich mega drauf. Ich habe mir auch schon andere Discs bestellt, kann ich euch mal zeigen, in rosa, goldrosa, die sind so, so schön, aber die sind halt ein bisschen größer als die Minis. Und jetzt kommt es darauf an, wie voll der November wird. Im Dezember wird auf jeden Fall mit größeren Discs gearbeitet, aber ich wollte für Oktober und November, eigentlich sollte das dafür reichen. Ich habe hier hinten ja noch jede Menge Platz. Wir schauen mal, das werdet ihr dann sehen, das zeige ich euch dann noch einmal. Ja, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss, ihr Lieben.